Ich sag's dir so, wie es ist. Ich hab richtig Schiss. Was geht hier denn ab? Soll ich die Taschenlampe rausholen? Da unten sind deine Babys wieder. Bist du dir sicher, dass wir da runter wollen? Ach du, da waren noch zwei große, ne? Da waren nicht nur die Babys. Kannst du nochmal eine Bombe machen, die da runterwerfen? Warte. Ja! So, das war's auf jeden Fall mit den Babys, ne? Ich geh runter, wir metzeln in Ruhe. Ja, komm, go! Ey, das hat wunderbar funktioniert mit der Bombe, ne? Also den keine Angst zeigen! Was leuchtet hier? Hier ist ein Generator oder so. Hinterhaken. Ja! Wollen wir da direkt hoch oder wollen wir uns noch die Höhle anschauen? Bevor ich mir die Höhle anschaue, zünde ich den Kollegen erstmal an. Ey! Ach du heilige Scheiße. G-Time ist das nicht groß. Die Höhle ist groß. Ja. Ich dachte schon, du hast das Ding entdeckt, was so laut ist. Wieso ist das so? Wieso leuchtet das hier so komisch? Wieso macht das hier so komische Geräusche? Ich hab Hunger. Ich hab Snacks, aber ich kann die nicht droppen. Du willst jetzt doch durch diese Höhle gehen oder sollen wir erstmal mit den Kletterhaken uns von dann machen? Ich würde auch erstmal speichern, sag ich, wie es ist. Aber Hardcore wäre, wenn wir jetzt weitermachen. Alter, da unten ist es total am Leuchten und so rum. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob wir da runtergehen sollen jetzt. Ja, wie du magst. Wenn du magst, können wir uns erstmal mit den Kletterhaken von dannen machen. Du triffst die Entscheidung. Wir gehen weiter in die Höhle. Ich hab's mir so gedacht. Aber warte, hast du noch Fleisch dabei? Nee, leider gar nichts. Alter, ich hab auch eine Mutantenrüstung. Lol, die geben lila. Ja, was für eine Farbe hat deins? Weiß. Deine ist viel besser dann. Ja, wir müssen einfach hoffen, dass wir dort ein Essen finden, sonst fungere ich halt. Ja, ey, hier liegen Riegel und sowas. Ich lebe die jetzt erstmal nicht auf. Hier, Essensriegel, nimm die alle. Eine Bombe lag da auch. Elektroteil. Achso, das ist ein Elektroteil. Ja, Riegel. Oh mein Gott, sind hier viele Riegel. Ja, gerettet. War doch eine gute Entscheidung, glaube ich, hier reinzugehen. Ja, war eine gute Entscheidung, hier reinzugehen. Die Frage ist nur, wo müssen wir jetzt hin? Hier hinten vielleicht lang? Also hier ist ein Seil, wo es wieder hoch geht, glaube ich. Ja, was ist hier hinten? Wow, da oben ist einer! Wo? Alter, die klettern an den Wänden! Der ist irgendwie hochgeklettert oder so. Da! Siehst du den? Nein. Doch. Der kommt ins Wasser! Und jetzt? Ich kann mich im Wasser nicht wehren, oder? Was ein Scheiß, G-Time, was ein Scheiß!
Was ist das für eine creepy Kacke? Ist der ertrunken? Vielleicht ist der... Der ist ertrunken, ja? Da liegt der. Der ist hier reingesprungen und ist ertrunken. Dann können wir ja weiter schwimmen, glaube ich. Ich kriege hier nur übelst den Kälteeffekt, ne? Ich auch, ja. Wahrscheinlich, weil wir nass sind, ne? Hier geht's gar nicht hinten weiter. Ja, dann müssen wir hoch, ne? Ja, dann gehen wir hier hinten zu dem Seil und da hoch. Die Eltern haben mir Schwimm nicht beigebracht. Bro, der hat seine Eltern wahrscheinlich aufgegessen, der Dumme. Oh, hier liegt eine Kassette. Oh, shit, warte mal. Was ist das hier für eine Höhle? Ich habe richtig Angst in dieser Höhle. Ich kann mit dem nicht klettern. Warum muss Sumatra in der Höhle AFK gehen? Ich bin Hallo? Traurig. Hallo? Sumatra, bitte. Ich erfriere. Ja, das Wasser ist derbe laut. Okay, wie kommen wir jetzt weg? Ich habe da eine Kassette oder was das war gelootet. Ja? Und dann bin ich hier an der linken Wand hochgesprungen. Einfach hochgesprungen. Ja. Und hier hinten geht's anscheinend noch weiter. Ja, okay, let's go. Oh mein Gott. Ich hab... Meine Freundin war ausgesperrt. Ach, hey je. Ach, hey je. Io, Babys. Oh nein, Babys, Babys. Hast du sie geschlachtet? Ja. Sehr gut. Oh, was ist das? Wasser.
Die Höhle ist ja riesig, hä? Ich geh weiter rein. Ich würde jetzt gerne mal raus. Auf der To-Do-Liste. Echt jetzt? Oh, oh. Was ist so? Oh, oh, ist das das Loch? Das ist das riesige Loch? Ich glaube, es ist das Loch. Ein Bild? Da aufgesammelt, das Bild, was hier lag. Wo? Ach da. Hier sind auch Trinkdosen und alles, ne? Ja. Trink zur Not ein und nimm dir eine neue mit. Ja, das ist das riesige Loch, du hast recht. Können wir hier in dem Zelt irgendwie pennen oder so? Nee, ne? Hier unten ist noch Stuff. Medikamente und so. Wenn dir Meds fehlen. Oh. Hier unten. Ja. Oh, da unten ist ein Hubschrauber. Ernsthaft? Ja, oder? Sieht so aus? Links. Oder was ist das? Für mich sieht das aus wie ein Hubschrauber. Lass uns einfach hier weitergehen. Wir gehen einfach weiter. Babyschreie. Digga, was ist das für ein riesen Höhlensystem? Was sind das für Mistviecher? Oh, ich habe ihm den Kopf abgeschlagen. Ey, wir können hier speichern! Echt? Ja, am Zelt! Oh mein Gott. Ey, was ist das? Oh. Was macht ihr die ganze Zeit? Blubblub? Keine Ahnung. Ich bin's nicht. Was haben wir gespeichert und nun? Warte mal. Bin okay. Mir ziemlich sicher. Aber let's go. Wir werden es nie hier rausfinden. Hier oben ist ein Seil. Hä? Was machst du da, G-Time? G-Time! Ich wollte eigentlich tauchen, aber das Ding ist, man sieht dort gar nichts. Ja, eben. Findet man da vielleicht irgendwas? Ach nee, man kann hier auch oben rum lang schwimmen, so wie es aussieht. Ja. Aber hier ist dann Schluss, ne? Nee, ich bin durchgekommen. Du musst so einen Mini-Abschnitt tauchen. Was denn? War das vielleicht da, wo wir hergekommen sind? Wo wir vorher umgedreht sind, weil wir gesagt haben, wir können nicht tauchen. Weiß ich nicht. Dir ist kalt und du bist nass. Bau ein Feuer, um dich zu wärmen. Also da unten ist rein, du redest im Feuer. Ich glaube, ich muss mir eine Fackel nehmen. Ich glaube, so, da bin ich auch Aluhutträger, G-Time. Oh, lass mich mal an deine Fackel. Hilft mir das auch, oder? Ja, Tatsache. Also, ich glaube das nicht. Die ist ja nicht kaputt, die lädt ja jetzt. Die ist ja leer. Ja, da ja, nein, 0%. Also bei deiner. Nein, nicht bei deiner scheiß Maus, aber bei Handys oder so. Ey, meine Maus ist nicht scheiße. Du hast eine Razer-Maus, die kann gar nicht gut sein. Ey, die hält seit. Ja, und jetzt lädt sie auf einmal nicht mehr. Oh. Hallo, bin ich noch live? Chat? Hallo? G-Time? Ah? Hallo? Oh, mein Discord hat gespackt einfach. Was ist hier heute los? Warum spackt hier heute alles? Vor allen Dingen wären wir mitten in so einer richtigen creepy scheiß Kannibalenhöhle sind, die gigantisch groß ist. Jetzt fängt meine Maus wieder an. Was mit deiner Maus? Die fängt schon wieder an, jetzt hier Geräusche zu machen. Die soll einfach nur laden.
Ey, ich verstehe es nicht. So. Ey. Mm. Hey, wir sind raus. Wir sind in der Freiheit, ja. Da ist das Riesenloch übrigens. Jetzt, war das jetzt alles in der Höhle? Jetzt reicht's mir, ich steck die aus. Die fuckt mich jetzt ultra ab, die Maus. Hey, meine Rüstung! Oh. Du hast zwei von meinen Rüstungsdingern abgezogen. Krank, du hast auch meine Rüstung ein bisschen kaputt gemacht. Ja? Mhm. Geil. Scheiße, wir sind nicht bis nach unten gekommen, ne? Nee, aber ich glaube, das sollen wir noch gar nicht. Nee, ich glaube auch nicht, dass wir da jetzt schon ganz runter sollten. Alter, wir wollten nur kurz in diese Höhle, ein bisschen erforschen gehen und haben hier übelst das dickste Adventure gemacht. Was haben wir denn jetzt alles rausgeholt aus der Höhle? Kletterhaken und eine Kettensäge, ne? Kletterhaken und... Kann man die Kettensäge beim Baum benutzen? Bestimmt. Krass. Das ist heftig. Ey, also die Höhle hat sich ja mal mehr gelohnt, als alles andere zu looten. Naja. Gönn dir. Sick. Ist nice. Oh, stimmt. Ja. Das habe ich jetzt auch von einigen gesehen, dass die schon wissen, wie teuer der Strom wird nächstes Jahr. Krank. Echt? 45, ja. Hier schreibt einer, bei ihm geht er auf 45 Cent pro Kilowattstunde. Und vorher war das, was war das zu der Zeit, wo wir jetzt normalen Preis gezahlt haben, wie teuer? Wahrscheinlich so 23 oder 25, würde ich sagen. Irgendwas zwischen 23 und 30 wahrscheinlich. Je nachdem, was für Strom, ob du jetzt Eco, aber das ist halt fast doppelt so teuer, ne? Meine Freundin hat auch jetzt eine Maus wieder. Danke, Schatz. Ja, ich habe letztens gehört, dass eine 10-Minuten-Dusche 1,40 Euro aktuell kostet. Ecoflash, Alter, für den Prime. Vielen Dank. 10 Minuten duschen. 1,40 Euro. Hm. Ja. Hm, ich habe auch... Das Ding ist, wenn das noch teurer wird... Ich hab schon von ein paar gehört, also ich weiß nicht, ob das ernst gemeint war, aber die haben gemeint, die melden sich beim Fitnessstudio an und gehen da duschen einfach. Ja, ja, es gibt Fitnessstudios, die nehmen jetzt sogar Gebühren fürs Duschen. Echt jetzt? Die bieten das an, ja, du kannst für irgendwie für 1,50 Euro oder so kannst du bei denen duschen wohl. Wird halt nicht mehr geduscht, bevor der PC ausfällt, so. Oh, sorry, ja, Leute, dann haut mal hier Romatraum mir bitte jedem einen Prime-Sub raus, dann können wir uns zwei Duschen leisten. Ja. jeder ein pro Prime-Sub kann ich einmal 10 Minuten duschen. Vielen, vielen Dank, Leute. Bitte gebt mir eure Primes, damit ich duschen kann und nicht stinken muss. Ich hab ihn erwischt. Du hast ihn erwischt. Ey! Und ich schnapp mir sein Stuff. Nimm seinen Kopf dafür. Ja, im Grunde müssten wir eigentlich jetzt nur noch hier Höhlen looten, ne? Alter, willst du mich verarschen? Was? Du nimmst die ganze Zeit hier die, das Fleisch? Ja, Teile und Herrsche. Heile und herrsche, okay. Ja, ich nehme alles, was du machst, nehme ich mir die Hälfte und dann herrsche ich auch noch. Das ist... Ey, ich muss sagen, ich fand das Höhlenabenteuer sehr geil. Ja, können wir direkt nochmal machen eigentlich. Ich hätte Bock auf noch eins, aber die Frage ist, wo wir noch eine Höhle finden.
Ja, aber fuck, Alter, du hast gerade ein bisschen vor. Aber wir können ja einfach rumlaufen und suchen, ne? Wir müssen irgendwie das Essensproblem aber lösen. Können wir nicht. Meinst du, wir sollten vielleicht mal in die eine Höhle, wo wir vorhin waren, wo der Mutant kam und wir da nicht lang gehen konnten? Die könnten wir doch locker jetzt töten, dann können wir sogar uns von denen noch Rüstung holen. Ja, jedes Mal, wenn wir so ein Ding töten, kriegen wir einmal die Rüstung, ne? Ja, und dann können wir die immer weiter ausbauen, ne? Wenn wir voll die ganze Seite mit dem Lila haben, mit der Rüstung, weißt du, wie OP das ist? Aber wenn wir jetzt in der Base sind, will ich einmal ganz kurz auf Toilette gehen. Ja, mach das. Ich konnte die ganze Höhle lang nicht. Hier ist dein Schlitten. Ja, der ist noch im Wasser, ne? Machst du nichts. Nur Hasen sind ja schwierig zu töten, ne? Ey, kann man den da... Du kannst den nicht zerstören? Man kann den nicht rausziehen? Gar nichts. Einer meinte, wir sollen mal probieren, einen Baumstamm drauf zu werfen und gucken, was dann passiert. Ich glaube, das mache ich jetzt mal. Oder hast du ihn schon zerstört jetzt? Nee, hast du nicht, ne? Nee. Was? Dieses komische Reh. Es läuft immer ein paar Schritte, bleibt stehen. Läuft, paar Schritte, bleibt stehen. Ich komme immer näher und näher und genau als ich an dem Vieh dran bin und schlagen will, keine Ausdauer mehr. Und es läuft weg. Ja. Einfach gegen Reh verloren. G-Time hier, guck, Reh. Siehst du das? Guck mal, wie die baiten. Ja, ja. Endlich Fleisch. Ey, wir haben so viel Fleisch, ne? So, ich gehe mal kurz auf Toilette, ich bin sofort wieder da. Ja, mach das. Machen wir so lange mal Fleisch. Abgangenes Fleisch ist gut für unterwegs zu mitnehmen. Oh, Leck! Oh. So. Ah ne, das ist noch fresh, ne? Ne, das ist alles. Ne, wieso eatable? Ah ne, das ist alles dried, okay, das ist alles dried. Dried Sachen kann man easy mitnehmen. Check. So. Monument Skills geht. Leguan ist getrocknet, den kann man essen. Okay, check. Kommen noch ein paar Steine ran. Aber so wirklich Base bauen ist halt gar nicht, ne? In Forest habe ich das Gefühl.
Gönn dir. Sick. Ist nice. Alter, Blueschen. Danke für den T1-Sub. Ich fand, Blueschen war immer so ein, war irgendwie immer ein bisschen ein Cringe-Bild. Den hat man, glaube ich, auch nicht, echt nicht lange gespielt. Vielen, vielen Dank für den T1-Sub, Bro. Machst du auch Reacts? Ja. Ab und zu machen wir Reacts. Ab und zu machen wir auch Reacts. Die werden alle auf dem Zweitkanal hochgeladen. Vielen, vielen Dank für den T1-Sub. Yes, ich habe die Ladestation gefunden. Gucken, ob es klappt. Ey, wie ist das, Rumatra? Was denn? Du hast ja um 17 Uhr einen Termin, ne? Ja, habe ich. Lohnt sich das dann überhaupt noch in so einem Ding? Nee, ich glaube, Höhlenabenteuer lohnt sich nicht. Ich glaube, wir bauen noch ein bisschen die Base und dann muss ich weg um 17 Uhr. Da haben wir heute viel geschafft, würde ich sagen. Okay. Wir haben Kletterhaken, wir haben... Einfach nicht. Es gibt immer Lücken, leider. Also, nee, es gibt nicht immer Lücken. Ich weiß nicht, ich glaube, Gitan hat einfach hier hat irgendwas falsch geklickt einmal. Deswegen mussten wir das mit Stein zubauen hier. Ja, der G-Time wieder. G-Time hat was falsch gemacht, ja. Der G-Time war's. Nee, aber sieht doch in Ordnung aus. Ach so, waren die Reacts immer, die Reacts sind leider immer die haben keinen, wir haben keinen festen, festen Zeitplan für Reacts. Wir machen immer wieder was anders. Ja, die ist allen Ernstes leer. Deine Maus wieder? Ja, die ist allen Ernstes leer. Ich muss die wirklich über die Ladestation laden und jetzt blinkt die Schlange rot. Also du willst jetzt weiter Base bauen noch? Ja, ich würde einfach noch eine halbe Stunde Base bauen, dann muss ich weg. Okay. Ja, gar kein Problem. Ey, wir sind für die erste Session, glaube ich, ziemlich weit gekommen. Also was wir hier alles gemacht haben, holy shit. Wir können auch kurz die 106 sammeln und dann haben wir es. Ja, können wir machen. Nein.